Ich würde mir dann, nachdem ich dann jetzt festgestellt habe, verdammt, die Menschen muss man nicht verstehen, wie sie funktionieren und so zerbrechlich, würde ich mir tatsächlich generell mal Spuren angucken, wo Spuren hergekommen sind, wo Spuren hingegangen sind, was für Spuren es sind. Ja, du kannst auf alle Fälle eine ganze Menge an Spuren sehen. Hier ist zwar zur Zeit, es ist zwar unglaublich kalt, es gibt aber nicht so sehr viel Schnee. Es gibt vor allem durch Chemikalien verseuchten Schlamm, also sehr schwarze Erde und brüchiger Fels, teilweise auch stählerne Platten hier und da. Aber durch diese ganzen Ölpfützen kann man dann eben auch erkennen, dass hier einige Spuren sind. Unter anderem kannst du, wenn du dich abkniest, erkennen, dass wohl wenige Tyranniden hier vorbeigekommen sind. Du weißt allerdings nicht, wie lange das her ist. Und etwas schwieriger zu finden, gib mir mal einen Wurf auf Spuren lesen. Neben etwas Blut, wohl auch noch auf dem schwarzen Öl schlecht zu erkennen. Ist Tyrannidenblut auch rot? Die Farbe von Tyrannidenblut kann sich ändern, je nachdem, welche Zusammensetzung der Schwarm gerade braucht. Das wird ja je nach Welt angepasst. Okay. Ja, die Eindrücke, du riechst und schnupperst und ja, stinkt nach Prometheum, aber ja, verdammt nochmal, es ist fast wie Fenris. Welche Spuren gefunden? Octavius, du hast auch gesucht, ne? Nee. Ich überlasse das meinem Space Wolf-Kameraden, weil der ist bestimmt viel besser als ich im Spurenlesen. Möchte Worgen noch nach Spuren gucken? Ja, gerne. Ja, schaut euch ein bisschen um und sucht und sucht. Findet eben noch weitere Leichen, aber wirklich viel könnt ihr nicht sehen. Auch die ganze Anlage ist eben verlassen. Das einzige Lebenszeichen, was ihr quasi mitbekommt, ist der rauchende Shuttle, den ihr hier gerade vor euch findet. Die Anlagen selber stehen still und keine Magnetbahn im Bahnhof. Ich würde mir ganz gern noch mal angucken, ob ich irgendwie rausfinden kann, warum das Shuttle runtergekommen ist, also abgestürzt ist. Das ist ein Tech-Gebrauchwurf. Habe ich nicht. Dann ein schwerer Intelligenz ist das, ne? Intelligenz, ja. Ja, dann kannst du, nachdem du Worgen nach oben geholfen hast und einmal kurz dabei zusiehst, wie Tordal Svensson seine Nase in den Wind hält und schnuppert und den Boden fühlt, kannst du dann selber nochmal die Reste vom Shuttle betreten, schiebst dann den Servitor noch etwas beiseite, der da einfach seinen Geist aufgegeben hat, und betrachtest dann das Innenleben. Du kannst wohl sehen, dass das Flugzeug, der Shuttle, ordnungsgemäß abgeschaltet wurde. Es gibt hier noch sowas wie einen kleinen Lagerraum. Da liegt jetzt gerade aber auch nichts drin. Ein paar Einzelteile, irgendwie Schraubenschlüssel, die man dann braucht, um irgendwelche Schrauben zu weihen und Servoöl, was du dann noch erkennen kannst. Also irgendwie eine ganze Menge anderen Tech-Marine-Zeug. Aber ja, du siehst, dass das Shuttle ausgestellt worden ist. Nach der Landung hat wohl irgendjemand Weihrituale ausgeführt und das Shuttle runtergefahren. Damit ist es auch nicht ausgebrannt, beziehungsweise, na klar, das Prometheum brennt halt nach und nach so, aber der Reaktor ist eben nicht hochgegangen. Okay, also hat es auf jeden Fall Überlebende gegeben. Höchstwahrscheinlich, und die kannten sich dann eben auch technisch schon aus. Ja, okay. Ja gut, ich meine, selbst ein Magus Biologis wird ein Shuttle ausschalten können. Ja, und dadurch, dass er eben auch noch geweiht wurde, höchste Weihrituale, die ausgeführt worden sind, also du kannst doch sogar sehen, dass irgendjemand oder irgendetwas noch ein Reinheitssiegel dann aufgeklebt hat und dann nachträglich eben so nach dem Absturz, damit man dann vielleicht das Shuttle noch reparieren kann. Du weißt nicht, ob das Mechanikus sowas tut, aber zumindest ist der Maschinengeist wieder etwas beruhigt worden. Ich habe von solchen merkwürdigen Ritualen der Zahnraddreher schon mal gehört, ja. Unter den Leichen hat sich denn da einer befunden, der wie ein Magus aussieht, also irgendwelche Zusatzarme oder stark augmentiert? Nein, tatsächlich nicht. Also da sind wohl viele Adepten bei gewesen, also Robenträger, nicht wirklich Soldaten, aber jemanden mit
irgendetwas von mit Metall? Nee. Das waren alles irgendwie Bücherträger, würdest du sagen. Ich übermittle meine Informationen meinen Kameraden und sage, unter den Leichen scheint der Magus nicht zu sein. Das ist eine gute Nachricht. Das ist eine hervorragende Nachricht. Und die Maschinen wurden auch ordnungsgemäß runtergefahren. Also ich würde schätzen, der Magus hat überlebt. Hast du irgendwelche Spuren gefunden, Bruder? Ach, Spuren habe ich ohne Ende gefunden, aber keine, die wirklich brauchbar sind. Irgendwas. Gib mir mal bitte ein W100. Ein W100? Einen, genau. Das ist definitiv etwas seltsam hier und selbst meine Gerüche werden hier definitiv mit irgendwas verwirrt. Also es ist nicht so einfach hier aus diesem ganzen. Ja, deine Ohren zucken, Tordal. Deine Ohren zucken in Richtung Süden. Du kannst sie noch nicht riechen, aber irgendetwas kommt da, platschende Geräusche. Es kommt was. Macht euch bereit. Morgen, seht ihr etwas? Ich schau mich mal um. Ich schau mich an. Du schaust und siehst, wie aus einem der Rohre, die gebrochen und geborsten sind, kleine schwarze Kreaturen auf euch zukommen. Und da kommt was aus den Rohren. Du zählst sie 5, 6, 7, 7 Stück. Klein, nein, sie sind gar nicht so klein, aber sie sind sehr gebeugt. Würden sie sich aufrichten, wären sie vielleicht menschengroß. Eröffne das Feuer. Jo, ich schieße auf alles, was aus den Rohren kommt. Gut, dann gehen wir in die Initiative. Einen W10 plus euren Gewandheitsbonus. Eine Gruppe von Thermaganten, die auf euch zukommt. Und zwar quasi in einer Horde. Die Horde ist nicht groß. Aber wir könnten sie so behandeln. Ihr könnt natürlich auch Einzelschüsse abgeben. Bei 7 macht das noch Sinn. So, dann schauen wir mal, was ich würfel mit einem W10. 2. Cool, ich habe eine 10 gewürfelt. Gut, dann beginnen wir mit dem Tordal. Tordal auf der 15. Du darfst als erstes handeln. Okay. Also, ich bin hier dahinter ein Stückchen. Und die sind ja jetzt bestimmt noch ein ganzes Meck weg. Ist das richtig? 70 Fuß? Jawohl, 70 Stück. Oh, dann würde ich erstmal natürlich meine Axt ziehen und erstmal hier vorne hingehen, sodass ich dann in den nächsten Zug mit meinem Jetpack auch in die Reichweite komme. Okay, stimmt, du hast ja ein Sprungmodul, damit hast du auf alle Fälle mehr Reichweite als die anderen. Dann nach der 15, 13, Trooper Worgen. Ja. Das waren 70, hast du gesagt, entfernt, ne? Genau, kannst du selber nochmal abmessen? Ich schau mal gerade, du stehst hier oben, 50 Meter für dich. Ja. Ja, das ist in Reichweite, meine ich. Die Reichweite war 60 Meter, ja, kriegen wir hin. Soweit ich weiß, keine Abzüge. Ja, dann schießen wir drauf. Einzelschuss, gib ihm. Eine halbe Aktion zum Zielen, eine halbe Aktion zum Schießen. Das heißt, ich schieße auf eine 63. Nee, 66 sogar. Jo, trifft. Dann machst du Schaden, also du triffst, dann machst du deinen Schaden. Wie hoch ist der bei dem Lasergewinn? Der ist 1d10 plus 4 mit einer 7 Penetration. Ja, also der Durchschlag. Genau. Ich muss gerade mal schauen, wie hoch die Rüstung ist. Die haben, glaube ich, keine Rüstung, ne? Die haben nur ihren Widerstandsbonus. Ah, die könnten noch ein bisschen Rüstung haben. Achso, doch, da Chitinpanzer 3. Ich sehe es. Jo, 12. Dann machst du 12 Schaden. Ich habe eine Rüstung von 3 und einen Widerstand von 3. Es ist eine Rüstung von, kann ich ja nicht abziehen, ne? Der Durchschlag durchdringt ja nur die Rüstung. Ja, der durchdringt auch den Widerstand. Den Widerstand, ja, ja. Sicher? Ja. Okay, dann wird die Rüstung von 6 auf 0 reduziert und du machst 12 Schaden am Thermagenten mit 9 Lebenspunkten. Das heißt, du zielst, legst an, drückst ruhig ab, noch hast du die Entfernung und das Ding löst sich einfach auf mit einem blutigen schwarzen Strahl, bricht der Kopf zusammen und das Ding schlägt auf den Boden. Mhm. Ich gebe durch den Funk durch als Reaktion 1. Dann Olaf, Octavius. Ja, ich stehe so ein bisschen hinter dem Ganzen, ne? Ich musste wahrscheinlich erst rumlaufen.
das okay, 23 Meter? Ich bin mir nicht ganz sicher, die Bewegungsweite... Rennen kann ich 24 Meter. Ja, ja. Dann soll das passen. Ja, dann kann ich aber sonst nichts mehr machen. Ja, springst du ein bisschen über die abgebrochenen Flügel und kommst dann dort an, kannst dann die Situation einschätzen und siehst dann, wie die Thermaganten auf euch zulaufen. Dann sind die Thermaganten dran. Die laufen selber. Der erste ist Todzustand, habe ich schon. Die kommen auch 24 Schritt auf euch zu. Und dann schauen wir mal auf die Entfernung. Das reicht noch nicht, um euch abzuschießen. Die Biozidkanonen oder die Borkieferschleudern haben eine Reichweite von 20. Dann nächste Kampfrunde. Wir fangen an mit Tordal. Mit den Reichweiten ist es bei dem Deathwatch-System ein bisschen blöd gemacht. Das heißt, wenn da 20 Meter steht, dann können die bis zu 40 Meter ohne Abzüge schießen. Ah, ist das so? Ja. Mhm. Und bis zur Hälfte, also ab 10 Meter Reichweite, hätten die dann einen Bonus. Ah, okay, gut. Dann würde ich tatsächlich schon mal schießen. Achso, dann gehe ich wieder zurück. Ja, genau, super, genau. Dann schieße ich doch tatsächlich auf den ersten, den ich gesehen habe, und das ist Tordal. Dann schieße ich jetzt mit meinem BF. Ich mache mal ein W100. 50 Angriffe von Horden. Eine Horde kann so viele Fernkampfangriffe machen wie die erste Ziffer ihrer Masse. Eine Horde mit Masse 25 könnte 2 Fernkampfangriffe ausführen, aber die werden nicht modifiziert, genau. Gut, es ist eine Masse von 7, also sind wenige, und die haben also keinen weiteren Angriff. Sie schießen mit dem Biozidkanon und treffen dich nicht. Beziehungsweise du merkst, wie so ein paar wenige von den Biozidkäfern dann auf deine Rüstung einschlagen. Versuchen noch irgendwie sich durchzuwühlen, aber kommen auch durch das Keramit nicht durch und verhungern dann, sterben und fallen runter. Dann nächste Kampfrunde, Tordal. Okay, ich muss als allererstes erstmal eine Probe machen, ob ich überhaupt das Sprungmodul aktiviert kriege. Wenn das dann klappt, kann ich mit dem einen Sturmangriff auf den ersten tätigen. Mit 19 klappt das ganz locker. Fliege dann halt dahin und tätige meinen Sturmangriff. Würde damit treffen mit meinem Kettenschwert als Erstangriff. Okay, dann, das wird immer noch als Horde behandelt. Du kannst gerne deinen Schaden auswürfeln. Ich glaube, bei reißenden Waffen. Zweimal, ja. Kettenschwert ist reißend. Ja. Da würfelst du zweimal mit dem W10 und kannst dir dann den besten aussuchen bei Reißenden. Genau. Waffen. Das wäre einmal 8. Das wäre eine 10. Natürlich nehme ich dann die 10. Genau. Dann gucken wir uns an, eine Horde Schaden zu fügen. Jeder Treffer, der Schaden verursacht. Die 10 ist übrigens, wenn es den Bad Deathwatch anders ist, ist das definitiv ein Dorn des Imperators. Richtig. Dann müsstest du noch einmal bestätigen. Er ist bestätigt, dann mache ich das zweite Mal Schaden. 19, 29, 32. Genau, dann kannst du auf alle Fälle einen Treffer verursachen, der Schaden zufügt. Und reduzierst damit die Masse der Horde um 1, beziehungsweise wenn du mehr als 9 Schadenspunkte verursacht, stirbt der Thermagant sowieso. Dementsprechend ist der dann eben auch tot. Ja, dann und darf ich noch wird ein blutige Stückchen zerschnitten. Ja, ich würde dann. Steht der relativ nah, sehe ich das richtig oder ist es nicht? Ja doch, also kannst du mit freien Schritten kannst du es noch machen, ja auf alle Fälle. Okay, dann schlage ich mit dem zweiten Schlag mit der Axt zu und danach kann ich noch den Schnellangriff mit dem zweiten, mit dem Kettenschwert noch einmal tätigen. Sturmangriff ist volle Aktion, ne? Ach ja, stimmt. Ja, war ich gerade falsch, hast recht. Gut, da war es nur einmal. Gut, dann, stimmt, hast recht, machen wir weiter mit Worgen. Jo. Frage, kann ich mit Semi-Automatik auch mehrere Ziele anvisieren? Semi-Automatik müssten ja immer Einzelschüsse sein. Lädt dann eben nach. Da bräuchtest du sonst ein Maschinengewehr oder. Also ich hab Single, Semi-Automatik 3 und halt Full-Auto nix. Ich glaube, du müsstest auf Full-Auto schießen, meine ich. Okay. Also, wie gesagt, es gibt diese drei Feuermodis. Genau. Ob du jetzt mit halbautomatisch mehrere Ziele erreichen kannst, das ist eine Meisterentscheidung. Wenn die Ziele nah genug sind, kannst du das als Meister erlauben. Wenn sie
eher 3-4 Meter entfernt sind, dann würde ich es nicht machen. Ja, nee, okay, dann erlaube ich das. Wenn du sagst, dass mit Semi-Automatik das funktioniert, dann lasse ich das zu. Okay. Dann würde ich jetzt mal semi-automatisches Feuer ausprobieren. Und auch wieder mit einer halben Aktion zielen, einer halben Aktion schießen. Semi-Automatik ist volle Aktion. Ah, ist volle Aktion. Okay, dann ohne Zielen. Dann schieße ich auf die 56. Ja, nee, trifft nichts. Schicksalspunkte, hast du welche? Ja, habe ich. Und willst du aber nicht benutzen? Gut. Nee, jetzt noch nicht. Alles klar, dann nach der 13 kommt die 9, oder Octavius? Mein Bruder hat sich da ein bisschen in eine gefährliche Situation gegeben. Sind das alles Raumaganten? Also das sind alles Thermaganten. Die Fernkämpfer. So, ja. Sorry, mein Fehler. Ja, okay, gut. Dann, ach, der schafft das. Wenn das nur Thermaganten sind, dann baller ich auf den ganz linken da. Von mir aus gesehen den nächsten. Hier auf den da. Siehst du das, wenn ich dir den Pfeil ziehe? Ja, sehe ich. Ja. 30 Meter. Dann mache ich eine halbe Aktion zielen, das gibt plus 10. Und mache einen Einzelschuss. Das sieht gelungen aus. Ja, ziemlich, ja. Da habe ich wahrscheinlich 5 Erfolgsgrade oder so irgendwas. Ja, wir können doch tatsächlich jetzt die Horde auch auflösen, wenn die sich jetzt splitten. Ihr habt ja auch keine Explosivmunition oder keinen Devastator. Kannst du Schaden mit deiner 3 machen? Ist das der Schaden? Ja. Was ist das für ein Gewehr? Das ist ein Bolter, der macht 2 W10 plus 5 und DS 5. Das habe ich jetzt einfach mal zusammengerechnet. Ja. Aber das Reißend ist noch gar nicht drin. Also ich hätte mir eigentlich noch ein... Die 4 hätte ich noch mal würfeln können, aber das ist egal. 23, so viel hätte ich hin. Ja. Dann kannst du sehen, wie dein Bolt-Magazin eintaucht, durch die schwarze Rüstung des Thermaganten durchschlägt. Und dann sprengt die Kapsel im Inneren noch ein weiteres Mal auf. Du kennst die Boltgeschosse und von dem Thermaganten bleibt nur noch schwarzer Schleim. Ja, sehr gut. Zustand. So gefällt's meinem Primarchen. Alles klar. Dann nach der 9 bin ich dran. Ich spalte die Horde. Thermagant, 2 Stück gehen auf Bruder Tordal und die anderen 2, die verblieben sind, rennen weiter. Nochmal 24 Meter. Und... ja, ich komme nicht ganz ran. Ärgerlich. Aber da, gleich sind sie da. Aber weißt du was? Ich spalte die auf. Einer so, 2 auf Tordal. Tordal wird angegriffen und zwar von 2 Thermaganten. Die werden. Einer wird schießen, einer wird mit seinen Sicheln nach dir schlagen. Dann schauen wir einfach mal, was da so passiert. 82 nichts. Und der nächste, der trifft. War das zweite jetzt der Geschlagene oder der Schießende? Der Schlagende trifft. Okay, den Schlagenden würde ich mich mit meinem Kettenschwert parieren. Alles klar. Ich gucke gerade mal seine Waffen. Bohrkäferschleuder. Er hat Zähne und Klauen. Für 1 W10 plus 3 reißender Schaden, DS3. Du kannst aber parieren? Nein, mit 91 pariere ich nicht. Alles klar. Dann kommt 1 W10 plus 3. Das sind 9 Schaden, DS3. Wie hoch ist deine Rüstung? 8. Insgesamt habe ich eine Rüstung von 8 plus 8 Widerstand sind 16. Gut, das heißt, DS3, da ziehen wir auf alle Fälle von deinen 8 Rüstung, 3 ab sind 5 und der Rest bleibt dann am Widerstand hängen, sodass du dann merkst, wie die Sicheln in dein Brustpanzer schneiden. Du verlierst eine Ordensinsignie, ein Reinheitssymbol, das abblättert und der Rest bleibt an deinem Carapax hängen. Das ist bitter, Bruder. Ja, da hört man nur einen wütenden Brüll von ihm. Ich glaube, er ist jetzt auch wieder dran. Genau, nächste Kampf von 15. Genau, dieser würde dann gerade mal das Kettenschwert zum Frühstück bekommen. Treffe ich aber nicht. Sehr gut. Dann hast du noch eine Aktion, ne? Ich habe noch 2 Aktionen insgesamt. Okay. Einmal mit der Axt noch, in der zweiten Hand und dann noch durch Schnellangriff. Kann ich ihn nämlich dann noch einmal mit der Kette mit dem Kettenschwert angreifen. Und so, und noch 2 Angriffe. 21, sieht gut aus. Die Axt trifft. Kann er da ausweichen? Ich weiß gerade nicht. Gewandtheit, oder? Ja. Die können ausweichen. Mit 40.
mit 40, ne? Das ist einfach die Gewandtheit. Dann ist er ausgewichen. Oh. Ärgerlich. Einen hast du noch. Und dann kommt das Kettenschwert und das trifft aber nochmal. Sehr gut, dann gib ihm Schaden. 12 und das Kettenschwert sind wir bei 13. Ne, 15. Ja, richtig, genau. 15. DS. So, Kettenschwert hat einen Durchschlag von 4. Ja, Rüstung waren 6. Dann ziehen wir da 2 ab und dann ist er trotzdem tot. So. Niemand schlägt einen Insignia Heiligen Imperator ab. Dann Worgen 13. Einer springt dich gleich an. Ja, der wird abgeballert. Aber sowas von. Ich ziele und mit einer halben Aktion und schieße mit einem Schuss. Ja, 9 Meter Entfernung. Ja. Kriegst du wahrscheinlich sogar noch einen 10er Bonus drauf, ne? Ja. Ja, das ist auf. Also meine Waffe hat Reichweite 60, das ist weniger als die Hälfte. Müsste einen 10er Bonus geben. Das heißt, ich treffe auf eine 70. Über 76. Ja, würde ich sagen, ist getroffen. Gut, dann Schaden. Wie gehabt. Durchschlag 7, Trefferpunkte 12. Dann zerspritzt auch der, der dich gleich ansprungen wollte. Du siehst noch, wie seine kleinen Klauenbeinchen in die Luft tragen. Mhm. Und ja, kurz bevor er dann über dem abgestürzten Shuttle auf die Metalloberfläche aufkommt, kannst du ihn wegpusten. Und der zerstreut sich über die schlammige Prometheum-Oberfläche. Tot. Dann haben wir noch die neuen Octavius. Ja, ich ziele kurz und baller den weg. Dann tu deine Pflicht. Entfernung 5 Meter. Sieht gut aus. Das müsste eigentlich auch. Das reicht auch, dann zerspritzt auch der. Ein weiteres Mal kannst du sehen, wie die Höllenfeuermunition in den Thermaganten gepumpt wird und er fängt ein bisschen an zu glühen. Sein Bauch glimmt etwas grünlich und dann zerspritzt auch er im schwarzen Schleim. Einer lebt noch. Richtig, einer lebt noch und ich bin dran. Der wechselt jetzt auch auf Clown, weil er gesehen hat, dass das so gut funktioniert. Zumindest kann man damit Ordensinsignien zerstören. 83, er schafft das nicht. Ich glaube, du kannst ihm dann aber auch relativ in kurzem Prozess deine Kettenschwerter, deine Äxte in seinen verformten Schädel bringen und ihn dann auch ohne eine Probe töten. Stier. So, Abscheulichkeit, Stier. Gut. Damit Bruder ist es Tordal, du bist langsam geworden. Er konnte dich treffen. Ja, ich glaube, der Nächste wird mich kennenlernen. Wir werden sehen, dafür muss ich 2 mehr dem Imperator zu Fuße tragen. Und zeigen, dass ich immer noch in der Ehre würdig bin, hier zu stehen. Ich schau mal kurz nach unseren beiden Soldaten, ob die noch unter uns weilen. Ja, ich liege da oben, mein Gewehr im Anschlag und ich suche nach weiteren Feinden. Ja, ihr könnt so die nächsten 2 Minuten abgekauert sitzen bleiben. Wartet auf weitere Feinde, aber es passiert nichts. Die Soldatin ist auch noch da, ja? Die Soldatin ist auch noch da, die hatte sich in den Trümmern abgekniet, hatte dann auch ihre Waffen bereit gehabt, hatte dann halt so eine kleine Laserpistole. Mit der hätte sie dann eben auch versucht zu schießen, aber sie hatte dann eben da keine Not. Ja, wunderbar. Dann nick ich dem Soldaten zu und sag, gut geschossen. Danke, Milord. Dem muss ich zustimmen, das war ein hervorragender Schuss. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Ja, wenn das kleine Vieh hier meinte, mir einen Kratzer zu machen. Das Einzige, was er entehrt hat, ist meine Rüstung, meine heilige Rüstung. Aber dafür hat er 1000 Tote gestorben. Meine Lords, ich habe hier etwas entdeckt. Vielleicht solltet ihr euch das ansehen. Ich jogge hin. Ja. Hier, ja. Man kann es fast nicht sehen. Zwischen dem Prometheum, aber das ist Maschinenöl. In diese Richtung. Sie zeigt nach Süden. Nach Süden. Da, wo die Viecher herkamen? Ja, grob in die Richtung. Ich müsste mal sehen, aber die Spur könnte ich verfolgen. Sollen wir ihr folgen oder was machen wir?
Ich denke, das ist ein Ansatz. Vielleicht können wir dort was finden. Vielleicht hat der Magus sich doch eine Wunde zugefügt und somit das Öl verloren. Ja, ein Magus könnte theoretisch Schmiermittel als Blut haben. Ich würde mir die Spuren gerne nochmal mit Spurenlesen anschauen, wenn sie mir direkt gezeigt hat, ob ich die dann wahrnehmen kann. Dann kannst du es vor allem riechen. Also deine Sicht also ist nicht so unbedingt ausgeprägt, aber wenn du dran riechst, ja, auf alle Fälle. Dann eine Wahrnehmung oder einfach... Nö, also das kriegst du dann auch so hin. Da musst du noch würfeln. Das riecht nach Zahnrad. Das riecht definitiv nach dem heiligen Adeptus. Definitiv Zahnräder, die dieses Öl verloren haben. Wir sollten ihr dringend folgen. Er scheint definitiv verletzt zu sein. Nicht, dass er doch von diesen Abscheulichkeiten erwischt wurde. Und unser Ziel damit vielleicht schon verloren ist. Dann folgen wir den Spuren, meine Lords. Positiv. Aber wir sollten noch einen letzten Blick riskieren, ob wir vielleicht nicht doch einen Datenkern im Schiff übersehen haben. Sicher ist sicher. Guter Einwand. Vielleicht hat das sogar hier irgendwie. Vielleicht erreichen wir sogar darüber den Maschinengeist. Ich mag mich nochmal im Schiff umgucken, ob es da vielleicht einen verborgenen Sicherheitsschrank gibt oder sowas, wo man sowas einschließen könnte oder eine Platte irgendwo in den Boden dielen, die man aufheben kann und sowas reinstecken. Ja, hast du akademisches Wissen oder Geheimwissen oder generell allgemeines Wissen über Adeptus Mechanicus? Adeptus Astartes, Imperium und Krieg. Also Mechanicus wäre halt schon das, was man braucht. Also Allgemeinwissen reicht da auch, aber du klopfst halt verschiedene Sachen ab. Ist natürlich jetzt, wenn du dann mit deiner Faust gegentrümmerst, ist das natürlich alles irgendwie hohl oder verbiegt sich. Aber du bist der Meinung, dass es hier keine Geheimfächer gibt oder keine, wo man dann einen Datenkern verbergen würde. Also ich versuche natürlich nicht ganz so doll zu klopfen, aber wenn ich dann verschiedene Dinge ausbeule, dann ist ja klar, dass da dahinter nichts mehr ist. Ne? Ja, also es ist auch vor allem eben ein Schiff, was nicht für Astartes geschaffen ist, sondern eben für normale Menschen. Das heißt, du musst auf alle Fälle immer mit eingezogenem Kopf rumlaufen. Und ja, wie gesagt, wenn du da eben so eine Servofaust hast, also du bist der Meinung, da ist nichts. Bruder, wie sieht's aus? Ich habe nichts gefunden. Lass uns gehen. Na dann werde ich mal die Spur aufnehmen und die Vorhaut bilden. Gut, ich decke uns wieder den Rücken. Natürlich. Ich rutsche von meiner Position aus runter.